Jo, wo gehen wir jetzt hin? Okay. Aha, jetzt kommt's. Eigentlich ist ein Weichmacher, das haben wir noch gelernt, oder? Schoki hat schon wieder den Anschluss verpasst. Ach, hier sind wir von oben jetzt, genau. Genau, hier sind wir. Ist da oben nicht die große Tafel? Ja, er schisselt hier aber auch wie. Er schisselt alles, was er kriegen kann, ne? Was nur geht, das wird geschisselt. Wie so ein paar Fuzzis. Ah, siehst du, ich habe euch wiedergefunden. Wenn wir so ein paar Fuzzis haben, mir ja noch Ja, geholfen. aber auch nur, weil ich ein paar Schokokrümel ausgestreut habe. Hast du gar nicht. Was klopfst du denn so komisch? Wollt immer schon mal hier oben drauf sitzen. Wie macht sich das? Mach die da mal nicht so breit, sie können ja auch einfach so sauer sein. Ragnar Ja. Lockbrock. Den guckt gerade meine beste Freundin, Ragnar. Ja, Staffel ist leider vorbei. Da wird er kräftig gesuchtet bei der. Das ist doch schön. Genau, die Grabkammer. Hauptmann der Eisernen Garde. Ah. Na, hat doch was. Echt? Das heißt, wir müssen das Plündern Grabräuber spielen. Coole Idee, hat was. Total geil. Oh, hat doch was. Tote Tote Ehefrau. Ehefrau. Was würde man mir denn mit ins Grab geben, wenn ich da drinnen liegen würde? Weiß ich nicht. Schokolade. Kakaobohnen Kakaobohnen zum zum Nachsehen Nachsehen im im Neuen Neuen Reich. Reich. Diese Diese Halle, Halle, sag sag mal, mal, wie wie lange lange hast hast du du gebraucht, um gebraucht, um diese diese Halle Halle auszuheben, auszuheben, Schmerz? Schmerz? War War das das hier? hier? Über die Feuerchen kann man hier nicht gehen, ne? Klar, guck mal. Nee, kann man nicht. Schon hat Schiss. Sie springt drüber. Ich bin mutig, was auch hier. Zieh dir mal was am Arsch. Du hast Was nichts nichts an. an. Weil sie Sie ist sind ein richtig richtiger ein Pöter. Pöter. Hey. Das Das war war doch eine eine gute gute Idee, Idee, das das Feuer Feuer so so abzudecken, abzudecken, Schmerz, Schmerz, ne? ne? Hat Hat doch doch was. was. Wenn man Wenn man es es geschickt geschickt macht, macht, lässt lässt man man immer immer irgendwo irgendwo eine eine Glasfliese Glasfliese aus. aus. Da Da fällt fällt man man halt halt mal mal rein. rein. Siehst du, Schoki geht auch rüber, das ist ganz mutig hier. Was meinst du da? Da hast du Hast du dich dich inspirieren inspirieren lassen lassen vom vom Hobbit, Hobbit, wa? wa? Mit Mit den den Schmieden, Schmieden, ne? ne?
Warte mal, ich guck mal nach. Also oben offen. Oh, ich muss was essen, ich hab Hunger. Schmerzhaft, wenn du das nicht weißt, wer soll es wissen? Ja, nein, doch, eventuell. Siehst du, und Schoki ist auch wieder. Ui! Die geht hier übers Feuerchen hin, zack. Wollen wir zu uns gehen? Ja. Ich komme auch. Was wäre der Schmersch ohne Schisselmatt? Nee, habe ich noch nicht, nee. Okay. So. Oh, es regnet. Siehst du, ich habe ohne Probleme rausgefunden. Mach die Tür zu. Dafür habe ich dich. Also. Vier Fäuste war doch, glaube ich, von Jesse J. Jesse, oh, Jesse J, ne? Den Pixel Panther HD und sowas. Ja. Die hat man ja auch schon ewig nicht mehr gesehen, die beiden. So, in Sohusa bin ich erstmal wieder. Jetzt finde ich auch einen Weg wieder nach Hause. Ja, jetzt haben wir unser Heim mal. Jeder weiß, wo er was plündern kann. So, ich bin jetzt da. Wo ist Schokis Schokoladenparadies? Das ist da hinten, das Steinbeinchen. Es regnet ja gleich. Geh was mal rein in die Werkstatt, würde ich sagen. Was? Seid alle da? Na, die kennen sich hier aus. Sag, das ist unsere schöne Werkstatt hier. Hier hinten haben wir die Tinkerschmiede. Nicht ganz so groß wie beim Schmersch, ne? Hier drüben haben wir vier Öfen. Wird automatisch einsortiert ins Lagersystem, wie es gehört. Hier haben wir ganzen Dekosachen, Bastelkram, was man so braucht. Dann gehen wir mal eine Etage mal tiefer. Dum, 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 dum. So. Hier ist unser Towncraft-Raum, unser einer von zwei. Hier haben wir so ein bisschen Kleinzeug, was so ein bisschen wächst, ob man es braucht oder nicht. Ist ja egal. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Hier ist auch noch ein bisschen Towncraft. Hier wird destilliert und gezaubert und zusammengebraut. Dann können wir hier weitergehen. Dum, 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 dum. So. Wupp. Hier sind wir bei der Arkan Infusion. Hier werden die großen Sachen hergestellt. Können wir da runtergehen? Wenn du runter willst, einfach nur Shift drücken, Schmersch, dann kommst du wieder raus. Kommst du runter. Schön, dieser Fahrstuhl, ne?
Das ist alles jetzt zu sehr verwinkelt hier alles. So, dann. So, gehen wir eine Etage tiefer. Hier haben wir unsere Bärenzucht. Hauptsächlich die Aluminiumbären. Und alles, was man hinten in die Truhe schmeißt, kommt automatisch im Lagersystem oben an. Da ist nichts drin. Achso. Aber die Bären wollen irgendwie gar nicht Ja, so. die anderen Bären wollen noch nicht so, ja. Jetzt müsst ihr mal meine Büschchen euch auch mal angucken. Gehen wir noch eine Etage tiefer. Jetzt gehen wir hier runter. Hier haben wir unsere ganzen Essenzbärenbüschchen. Da hat Choki alle fein säuberlich zusammengesucht. Ich hoffe, die gibt es in der neuen Welt auch wieder. Die gibt es auch, ja. Gut, können wir hier wieder rausgehen? Ja, ich muss gerade ein bisschen Buschpflege hier machen, muss Büsche schneiden. Da ist nicht viel. Das ist nur ein Notausgang. So, gehen wir wieder hoch. Aber die Essenzbären könnte ich aber auch töten, ne? Wenn er dich da. So, hier kommen wir jetzt ins Schmersch, kommt nicht durch. Hier geht's, wie man sieht, in den Nether. Gehen wir aber jetzt nicht rein, ne? Hier ist so ein bisschen Rohbau teilweise. Ist nicht so schön wie beim Schmersch. Hier habe ich meine ganzen Netherwarzenzucht. Ich liebe Netherwarzen. Ich auch, finde ich schön, die Warze. Jetzt können wir hier richtig tief in die Mine runtergehen. Genau. So, hier habe ich auch eine Truhe. Das geht auch alles nach oben ins Lagersystem. Geht. Sagt, es ist nicht so schön wie beim Schmerz. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Hier haben wir eine Grubenbahn. Jetzt gehen wir ganz tief runter in die Mine. Hier unten in der Mine. Wenn die Truhe füllt und losschickt, dann wird die oben automatisch entleert. Wenn sie leer ist, kommt sie automatisch zurück. Das heißt, man spart sich den Weg nach oben hoch. Na, schwer, das ist auch für ein Zwerg, oder? Sowas. Jetzt staunt er. Das heißt, das Höhlensystem ist ja weitläufig. Geh mal wieder. Gibt es unzählige Stollen, kreuz und quer. Manche lang, manche kurz. Stimmt, da war ja was. Und da hinten ist die Entladestation. Ah, das sind die Netherwarzen. Es hat eine Menge Kopfzerbrechen bereitet, das hinzukriegen. Oh, ich bin gerade bei den Netherwarzen. Schön, die Warze. Sagst du, schön wie beim Schmersch ist es hier leider nicht. Supernodie, Sehose. Ja, ne? Ein Lob vom großen Baumeister, das zählt doch was, das ist doch schon mal was.
Gut. Dann können wir jetzt wieder hoch ans Tageslicht gehen. Ich habe hier unten so einen kleinen Wegweiser, wenn man super hinkommt. Ja, logisch. Falls Schoki sich verläuft oder was? Ja, genau. So, einer nach oben hoch. Da machen wir die Tür zu. Wie kommen Sie nicht rein? Ja, warte. Du musst doch einen Schlüssel haben. Habt ihr doch einen gegeben? Naja, warte. Nein, wir kaufen heute nichts. Nein, es ist keiner zu Hause. So, dann gehen wir jetzt eine Etage nach oben hoch. Dafür sind oberhalb der Werkstatt. Wir haben hier ein kleines Gästezimmer, falls man mal Gäste hat über Nacht. Hier haben wir unseren Zaubererraum für Tränke und sowas. Das ganze Lagersystem ist verbunden. Nur nicht mit der Küche, das ist ein eigenständiges Lagersystem. Aber hier ist alles miteinander verbunden. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Jetzt sind wir im Wohnhaus. Hier spielen wir immer Dinner for One. Uffa. Hier das Aquarium. Zauberbücher. Schaukelstuhl, alte Schwerter. Hier ist das Schlafzimmer. Mit einer hohen Decke. Und hier geht's auf den Balkon hinaus. Mit Blick auf See. Ja, es regnet. Oh, ein Schleimbäumchen, genau, ja. Wie hätte es anders sein können, ne? Aber eine Uhr, Pulle Whisky. Kann ich aber noch. Hier unten ist das Wohnzimmer. Na klar. Braucht man auch mal, ne? Das neue Modpack ist so mehr dann Steampunk-mäßig ausgerichtet. Ja, alte. Praktisch so ein bisschen Fantasy mit Dampfenergie, vereinfacht gesagt. Ja, und jetzt gehen wir hier mal raus. Und da sind die Schokokekse. Die langen Und jetzt. dann gehen wir jetzt ins Küchenhaus. Das ist die Küche. Das hat ein eigenständiges Lagersystem. Wenn wir jetzt nach oben gehen, kommen wir. Hier haben wir das fertige Essen dann drin. Was Schoki bisher so gekocht hat. In Mengen. Ja, bedient euch. Und hier ist halt das Esszimmer. Die obersten Etagen sind alle miteinander verbunden. Kommt immer trockenes Fußes von der Werkstatt zur Küche. Ist da nur Deko. Kann ich euch noch mal den Samenkeller zeigen? Das ist nämlich hier.
Alle wichtigen Samen haben wir hier. Das soll hier unten alles noch Räume werden. Weiter gehst und hier hoch gehst, tuk, 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 kommst du wieder im Wohnzimmer wieder raus. Es ist gerade Nacht, vielleicht soll ich mal eine Runde schlafen gehen, machen, wie der Tag wird. Oder im Dunkeln bei Regen den Garten zeigen. Oben. Komm mit. Da war das Gästezimmer. War komischerweise nur ein Gästezimmer, ne? Ne, wir haben sogar noch mehr Gästezimmer. Haha, oben auf dem Dachboden haben wir auch noch Gästezimmer. Den Dachboden haben wir ja auch noch hier. Stimmt ja. Hier haben wir auch noch Gästezimmer, ne? Ja, aber die sind noch nicht eingerichtet. Schuki, geschlampert. Hier auch noch kein Bett drin? Oh, Schuki, es geht ja gar nicht. Oh, dann muss ich mal eins reinpacken. Warum bringt uns das ja nicht durchs Dach hier durch? Das Dach ist undicht. Ist vielleicht ein Ziegelchen abgefallen. Das fehlt ja auch. Ja, das haben wir schon mal einmal durch, ne? Aber hör auf mit den Ziegelchen und genau auf den Senkel. Noch. Ja, weil Tempo ja noch ein Dach umgekrepelt ist da. Und ich bin da aus dem Tode gestorben, das hat ihn gar nicht gejuckt. Also, weil da reinregnet oder was? Nee. Ja, hier sind wir auf dem Dachboden ganz oben. Ja, vom Dachboden aus geht das ja, aber ganz hoch ist er dann noch hochgekrabbelt. Ich wollte hochkrabbeln, aber ich durfte nicht. Aua, ich bin voll irgendwo gegengelaufen. Ach so, gut. Ja, klar. Ab ins Bettchen. Ich nehme mein Kuschelschwert mit ins Bett. Das ist witzig. Ach, ich liege im Bett. Mal wieder zu Hause schlafen. Ewigkeit nicht gemacht. Ja. Unterwegs. Ja, wir treffen uns draußen im Garten, wa? Warum kommst du nicht raus? Ihr habt ja Schlüssel gegeben. Wo bist du denn? Komm, ich mach hier diese Tür auf. Ist doch zu. Oh, was macht mein Paradies hier? So, und hier ist unser Gemüse- und Kräutergarten. Oh, hast du eine leckere Bohne? Ist er niedlich. Ja, bist du ganz putziger kleiner Kerl. Was macht der überhaupt für eine Funktion? Der erntet. Aber er weiß nicht, was er damit machen soll. Ah, der ist aber knuffig. Also hier haben wir das Wichtigste, Zwiebeln und Knoblauch hier, ne? Hier vorne. Ey, hör auf den Golem zu treten. Und guck hin, wo er hinlauft. Ist nicht niedlich. Wir haben hier Ananas. Wir haben Trauben, schöne rote, dicke, fette Trauben hier hinten. Bohnen sind auch gut. Und jetzt gehen wir mal dahin, was wir demnächst abreißen werden. Ich helfe dir nicht. Hier haben wir eine Kakaobohnenfarm. Und hier haben wir Zuckerrohr. So. Das ist nämlich Schokis Schokoladenparadies hier. So, dann zeige ich euch jetzt noch unsere kleine Tierwelt. Ja, da hinten haben wir es aber nicht fertig. Da habe ich eine schöne Sitzecke gemacht. Bei meinem Bäumchen hier.
dem Eis liegst. Du kannst dich auch reinsetzen. Na klar. Ich kann ja noch eine Schaukel hier hinbauen. Diese Regenbogen-Eukalyptusbäume haben wir in der neuen Version leider nicht. Ich finde die so schön. Hier haben wir unsere kleine Schweinefarm. Guck, die kommt gleich zu dir, Schmirsch. Was hast du denn in deinen Taschen schon wieder? Onkel Herbert! Ja, Schafe sollten auch noch hinkommen. Sind aber noch nicht. Jetzt kann ich euch noch die Kuhweide zeigen, wenn ihr wollt. Und dann sind wir auch schon weit durch, was ich mit Schoki hier so habe. Ich sage, hat gut 100 Folgen gedauert, das Haus zu bauen, das Gelände einzuebnen. Es ist ätzend. Das ist ja unser hauseigener See hier natürlich, ist ja klar, ne? Warum heißt du Coolman? So. Hier haben wir so ein bisschen Pferdchen. Hier haben wir unseren Stall. Ohne Pferdchen, ja. Hier sind unsere Hühner. Hier wächst auch Gerste mit, das wichtigste Gebräu für Bier, ne? Ein paar Obstbäume. Ein paar Bienenstöcke haben wir hier noch. Und hier haben wir die Kuhfarm. Ja, und dann sind wir durch. Lass die Miezekatze zufrieden. Da unten oder ist das eine Schlange? Achso, von meiner Vater aus sah es aus wie eine Miezekatze. Ja, das ist unser Zuhause. Und wir haben hier Bäume, alle möglichen Bäume. Und das Schöne ist am Tageslicht. Hör uns auf, die Hütte zu bauen. Ey. Jetzt ist da Material drauf. Ja, sind auch geschisselte Steine mit dabei. Das ist irre, ey. Ja, nee, das steht hier einmal. Obwohl, das brannte auch schon mal einmal kurz. Du musst so aufpassen mit dem Feuer. Das ist ätzend. Ja. Hat da die 5 Blöcke drumherum alles ausgerichtet. Trotzdem hat es gebrannt. Ich habe nie verstanden, warum. Ja, hier haben wir Shalani und ihre Zwillingsschwester irgendwo. Warum die doppelt da ist, keine Ahnung. Die ist war auf einmal doppelt da. Genauso wie Schildkröten, wenn du mal plötzlich 2 Schwerter hattest.